Zu der Zeit, da das Unglück geschah, war Owen Chase erster Steuermann auf der Essex. Ich habe ihn gesprochen. Ich habe gelesen, was getreulich und schlicht dargestellt darüber aufgezeichnet ist. Und das Schiff Union, auch aus Nantucket, ging im Jahre 1807 bei einem ähnlichen Angriff nahe bei den Azoren unter. Der Fall ist unter Walfängern bekannt und verbürgt. Allein der Pottwal ist zu solchen Kämpfen und zu solchen Siegen imstande. Denn nur der Pottwal besitzt in seinem Kopf einen Ramsteven, der sie möglich macht. Wenn der Pottwal gemächlich schwimmt, steht die Vorderfläche seines Kopfes fast senkrecht zur Meeresfläche. Eine nach außen hervortretende Nase besitzt der Wal nicht, dafür aber ein Spritzloch oben auf dem Kopf. Die Vorderseite ist also eine stumpfe, fensterlose Mauer von keinerlei Organ, von keinerlei weichem Vorsprung unterbrochen. Der richtige Schädel des Wals beginnt allerdings erst 20 Fuß hinter dieser senkrechten Mauer.